Ja, willkommen zurück zu Neta, Togeta und Hör auf, hier rumzutaunten. ja. Vor allem in meine Richtung. Aber das war freilich. Ah, der hat wieder eine Bewegung. Ah ja, der ist ja gestorben. Er hat wieder eine Bewegungsanimation. Ah ja, ist ja gestorben. Sehr gut. Oh Mann, der Tod gerade hat mich meine Bratpfanne gekostet. Eine kostbare Bratpfanne. Ach übrigens, ich hab ein paar Sachen hier. Westview, Museum und Museum. Okay, Museum. Hört sich gut an. Müssen wir aber die. Ach ne, wir müssen einfach nach Nord von hier. Loot. Sind das Pain Pills? Nein, Canned Food. Alter, ich verwechsel die immer. Chipstüte. Die sind doch viel größer, die Canned Foods. Auf die Distanz sehen die erstmal gleich aus. Hier ist frischer Loot gespawnt, das ist sehr geil. Hier sind wir perfekt aufgehoben. Wir brauchen 6 Tumore. Viel Spaß beim Sammeln. Ich habe gerade einen verloren, als ich gestorben bin, glaube ich. Ich glaube, ich hatte einen. Oh, hier sind Toilettenhäuschen. Eine 6. M4 für diese 2 Typen, die uns getötet haben. Ah, ich häng fest. Verdiene mein Geld, indem ich dicken Leuten mit Natur hinterherläufe. Shio! So ein Takt. Wow, hier ist ja echt viel. Ich hätte jetzt gedacht, hier bei so einem Zeltlager. Ich muss mir eben kurz einmal tanken, Sekunde. So. Wir müssten gleich hier hoch und dann in den Norden. Ja, da hinten ist aber Loot. Sah zumindest gerade so aus wie Loot, ist aber keiner. Okay. Das sind nur Reflexionen wieder. Ja, mal wieder. Es sah trotzdem aus wie Loot. Oh, hier ist oben ist alles. 54. Too heavy, ich kann nichts mehr tragen. Oh, eine Pampe! Wenn du jetzt noch Muni hättest, wa? Da ist Muni drin. Oh, ich hab welche gefunden. Apropos, ich kann ja mal die Sachen hier teilen. Hä? Kaugummi! Rob, hier. Shio, Nako, nimm das mal. Gut. Und. Ja, ich habe Glaubmuni. Ja, her damit, ich brauch die. Meine ich zumindest Sekunde. Ja, habe ich hier. Drop. Nice. Ja. Oh, 32. Ja, nee, das ist ja wert. Oh, Gott. Oh, shit. Aha. Mann. Bottle of Water. Alles mit? Weil wir Loot mitnehmen können, weil wir Taschen haben. Und Shio hat wieder eine Taschenlampe, man merkt's. Okay, dann von hier aus nach Norden. Ich hab jetzt eine Schotti mal wieder. Hier raus und dann Norden. Ja, nach links. Wenn ich weiß, wo Norden ist, das ist links. Norden ist immer links von euch. Also dreht euch 180 Grad und es ist immer noch links Norden. Dann hast du aber einen sehr interessanten Kompass. Ja. Du hast gesagt, Norden ist links. Da, wo die Sonne aufgeht. Meine Schotti. Du bist ja hoffentlich darüber im Klaren, dass wenn irgendwas hier auftaucht, du jetzt dafür verantwortlich bist, dass wir am Leben bleiben. Weißt du, so ein Tank trotzdem 7 Schuss braucht und ich nur 8 habe, oder? Ja und? Und zwar 7 Headshots. Die Sonne ist komisch. Die Sonne soll ja eigentlich im Norden nie zu sehen sein. Wage es gefälligst nicht in die Sonne zu blicken, zumindest nicht zu lange. Sag, du weißt nicht, auf welcher Hemisphäre diese Stadt hier ist. Das ist definitiv New York, sehe ich sofort. Das wird irgendwo in Amerika sein. 100 Pro. Oh, das sieht aus wie so ein Museum. Hey! Oh. F of Insektenspray gefunden. Oh, damit kannst du dir einen Can Gun bauen. Weißt, ich hatte irgendwie 3 Dosen Insektenspray vorhin. F off. Und die Can Gun, die schießt mit Gauk Muni, aber irgendwie hat sie bei mir nicht geschossen, als ich die mal gehabt habe. Weil sie nicht nachgeladen hast? Da war ein Schuss drin. Ich dachte, du gehst da wieder rein. Hier ist ein Gitter. Toll. Ja. Das war nice. Wieso gehst du da rein? Weil ich es kann. Jetzt hört auf, mir im Weg zu stehen, meine Fresse. Das war voll hier ein Wegschneipern. Ich will jetzt irgendeinen wegschießen. Ja, und kriegst sofort die Antwort. Dann kommt wieder, erschieß ihn! Nee, diesmal erschieß ich ihn. Ha. Sollen wir ihn töten? Sollen wir ihn töten? Erschieß ihn, Teragi, erschieß ihn! Hey, Bromax. Hey, Bromax. Teragi. Hallo. Hättest ihn gerade fast gekillt, wa? Ich hatte den Finger auf dem Abzug, ey.
bin der einzige weibliche Charakter hier auf dem Server, mich kann man nicht. Du hast kein Name-Tag über dir und ich bin in der Ecke gelaufen. Alles ich gedacht, das ist keiner von uns. Wolltest mich nur erschießen. He is not one of us. Ha! Wo laufen wir hin? Da unten ist Loot, es ist eine U-Bahn. Bräuchte mal wieder irgendwas zu mampfen. Wie, hier ist kein Loot? Ja, toll. Ist ja awesome, ey. Boah, Shio mit seiner scheiß Taschenlampe. Die erregt nur... Damit sieht man dich 3 Kilometer weit, ja. Ich weiß. Shio ist SOS einfach nur ein Blender in jeglicher Hinsicht. Dein SOS wird nur einen Headshot verpassen. Da braucht jemand Hilfe. Batz! Jetzt hat er keine Probleme mehr. Ich habe ihn erlöst. Hey, Loot. Wo ist er jetzt schon wieder? Eine Flasche Wasser. Her damit. Hau ab mit deiner Kacktaschenlampe. Ich beleuchte dich, du kriegst ein Spotlight. Boah, das ist doch nicht dunkel. Ich steh doch immer im Spotlight. Oder hinten. Mako braucht ein Spotlight. Ach, das ist das Licht, was abhaut. Ja, gedacht, der Blink hat wieder was. Ich warte echt noch auf den Tag, dass uns hier eine U-Bahn entgegenkommt. Hä? Oh, ist ja super. Obwohl, da kommen wir vorbei. Ey, rennt nicht vor. Ich glaube, hier unten war aber irgendeiner Folge bei mir das U-Bahn. Ja, da kannst du durchlaufen durch den Schrotthaufen. Ja, ich glaube, hier war echt das U-Bahn-Feuerwerk. Boah, hier kannst du geil campen. Und hier kommt auch keiner vorbei, ist das Dumme. Boah, hier campe ich jetzt. Außer wir deppen. Da ist er. Bam! Hallo. Voll gecampt. Da muss es schon am Anfang hier sein. Muss ein bisschen Loot verteilen, so eine schöne Lootspur legen und dann da sitzen. Ach, dann schmeißt einfach so einen Haufen direkt vor den Haufen. Na, den sieht man von der Straße aus. Irgendwann verschwindet. Terry, du rennst immer in meine Schrote rein, ne? Du sollst ja auch unseren Rücken decken. Tut Nacko beleuchten. Auf mit deinen Leuchti. Oh, da ist was. Nichts. Ja. Ja. Totenstille. Wir brauchen wieder die zirpende Grille. So aufregend gerade. Ah! Jetzt brauche ich Beleuchtung. Geh weg! Was? Das hat sich angehört wie ein Golem. Er hat gepult. Wie? Gepult. Wir haben irgendwas auf der Straße gepult, denke ich mal oben. Hör auf mich zu blenden, meine Fresse. Dann guck ich in meine Lampe, du Bob. Ja, ihr hört oben ein Golem und rennt hoch. Ja, müssen doch eh hoch, oder? Das ist eine Lampe. Wir wissen, ob hier irgendwo Loot, da ist Loot, oder? Das ist eine Pfütze. Hier ist nix, gar nix. Wo ist denn das scheiß Museum? Weiß man nicht, ist im Norden. Wir sind jetzt gerade wohin gelaufen? Richtung Norden davor. Eigentlich. Direkt davor, jetzt doch links hoch die Straße für da vorne in der Mauer. Ich suche gerade irgendwo das Vieh, was wir gerade gepult haben. Da ist ein RTW, da will ich reingucken. Das Vieh, ich fühle mich erstmal eigentlich safe. Ey. Das Spiel müsste noch ein bisschen gebalanced werden. Übrigens, da hinten ist eine Kathedrale, Marco, willst du hin? Noch eine? Jo. Also. Not again. Ah! Crawler! Das war aber jetzt nur ein Crawler-Geräusch, ja. Gott, auf einer Fläche. Ja, aber hohes Gras. Toter Crawler! Pokémon. Jetzt kommt das Blut und den ganzen Schrott hier einsammeln. Wildes Pikachu erscheint. Meine Güte. Mal gucken, ob wir unser erstes Paket abgeben können, ey. Boah, Shio, rennt der weit vor? Was ist los mit dem? Ja, hinter der Wand ist die Safe Zone, will ich rein. Ja, er hat Angst. Vor der Safe Zone gesnipert. Fuh! Ich bin drin, macht was ihr wollt. I'm safe? Ne, noch nicht. Ja, doch. Hier dieser Parkplatz ist schon safe, aber ist noch nicht der Eingang. Teragi versucht sich als Bus Rider. Na, ich bin in der richtigen Safe Zone. Yay! Ich hänge fest, ich hänge an Spiegeln. Safe Zone, Overrun. So, jetzt esse ich erstmal nochmal was. Ich werde jetzt erstmal das Global Inventory besuchen und ein bisschen was abladen. Hat einer eigentlich eine 9mm? Nope, aber Muni. Wohin muss ich?
Kurier-Package, Blue Trader. Aha. Blue Trader ist doch da vorne. Blue. Hoffentlich ist er das. Ich hab doch noch Zigaretten, ich hab's im Global Inventory. Blue Trader. Was ist denn? Hast du mir für ein Paket gegeben? Ja, du musst Westview. Ach toll. Ich hatte nur zwei hierfür. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kaugummi, noch ein Bromax, 4 Bromax mittlerweile, 3 Chips-Tüten. Ja, 2 Level aufgestiegen, dafür abgeben. Kannst du Blood, abgeben. Weapons, Beef. Beziehungsweise, das könnte... Ach, ne, wie viel Geld habe ich denn noch? Ja doch, ich könnte mal was verkaufen. Habe ich noch eine Bratpfanne? Ja, habe ich auch noch. Oh, warum mache ich das Inventar zu? Store. Sell. Okay, wir brauchen 6 von den Dingern, für die sicher das ist. Wow, und mein Küchenmesser kann ich auch mal verkaufen. Ich habe hier noch ein Katana drin rumliegen. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ich überlege gerade, ob ich mir Painpills kaufen soll. Ich habe über 400 Dollar. Braucht ihr irgendwas Besonderes? Hm, Rippchen. Hallo, braucht ihr was Besonderes? 6 Hunter Rips brauche ich. Sandwich, ja, da kannst du ein Sandwich draus machen. Essen habe ich mehr als genug, das brauche ich nicht mitnehmen. Heißen die Schwarzen also Hunter? Aha. Hm. Chips-Tüten, auf jeden Fall mindestens einmal Painpills, die will ich haben. So, wo ist jetzt Westview? Da muss ich jetzt nächstes Mal 2 Paketen. Dann Bandages wären auch geil. Outpost, Trading Outpost, Riverside muss ich hin. Nehmen wir nochmal ein paar Chips mit. Ja, bevor ich mein Geld wieder verliere irgendwo, kaufe ich lieber jetzt welche. Oh, Chewy Gum. Habe ich gerade verkauft, Kaugummi. Okay. Was kostet denn 9 mm? 150, alter Schwede. Buddy in your channel, time down. Oh, Shio ist mal wieder rausgeflogen. Lass mich raten, ihm ist eine Graka abgeraucht. Vor mir steht ein Typ mit einer Kangan. Sehr schön für ihn. Ich hab zuerst gedacht, das wäre Shio. Der nee, hier der ist rausgeflogen, der redet wieder nicht mit uns. Der ist sich wieder zu fein, der Herr. Global Inventory. Minuten haben wir eigentlich? 11 Minuten 58. Ja. 12 Minuten eigentlich. You don't say. Ich 11 Minuten. 11 Minuten 58, was sagt ihr das? So. Bei mir waren es 12 Minuten 30. Ich habe jetzt noch 5 Tüten Chips und Bromax habe ich noch bei mir. Will ich die? Ah, ich will die nicht verlieren. Lass die mal. Brauchst du noch was zu essen oder bist du voll? Ich brauche was zu futtern. Ich habe gar nichts. Ja, ich warte, ich futter eben auch nochmal eben was. So, ich bin wieder voll. Wenn ich jetzt was droppe, wird er es looten. Also, loot es schnell. Lass es lieber erstmal. Jetzt rennt er weg. Ich weiß es nicht. Er hat eine 9mm. Ich höre es klicken. Geh uns nicht auf die Eier. Keine 9mm. Ich habe es nur klicken gehört. Das hörte sich an wie eine 9mm. Okay, ready to steady. Loot it. Hey, Chips. Onkel Benz. Ist was davon, was überbleibt, kann gibt mir nachher, schmeiß ich ins Global. Da war ja nur eine. Was? Nein! Es war nicht nur eine. Oh, 4. Der halt immer hier unten 1 stehen. Links unten. Auch wenn es 4 sind. Naja, egal. Wollen wir jetzt hier 7 Minuten rumstehen und. Wir laufen gleich 7 Minuten weiter, deswegen will ich den Scheiß erstmal ins Inventory. Obwohl, warte, die Chips behalte ich. Warte mal eben kurz. Die schmeiße ich eben ins Global Inventory. Chips, die kann ich ja behalten. Ja, genau, behalte meine Chips, du. Habe ich ja nur gerade gekauft. Ja. Sag du. So, Global Inventory. Meine Bromax packe ich mal lieber erstmal ins Inventory. So, und achso, ich habe ja noch ein Paket. Genau. Da, was war mit dem blauen abgeben. Bei dem blauen Trader, wo ist denn der? Da drin? Gegenüber mir. Du wirst gleich 2 Level oder 3 Level aufsteigen. Exchange Items? Ja. Okay. Wait, wait. Ich habe Geld, 100 Dollar. Dann habe ich noch was für dich, zack. Huh?
Hey, Kurierpackage. Müssen wir beide zu Riverside, also genau gegengesetzte Richtung der Stadt. Ich habe noch 136 Dollar, die würde ich gerne noch ausgeben und in mein Inventar stopfen, bevor ich gleich wieder sterbe oder so, weil das ist Waste. Kann man irgendwie nicht Geld lagern? Leider glaube ich nicht, soweit ich weiß, zumindest nicht. Okay, hey, das was müsste man mal machen, Geld lagern können. Ach, guck an, da ist es wieder. Hey. Hallo, Shio. Das war der typische Disconnect, den kennt man ja schon. Ich dachte, das wäre wieder deine Graka. Es war meine Graka. Hätte mich auch gewundert, wäre es anders gewesen. Das hat es eigentlich jetzt, weiß ich nicht, einen Monat schon wieder nicht mehr gemacht. Es verwundert mich, dass es das jetzt gerade getan hat. Egal, mehr Saft drauf, morgen mit der. Nee, doch morgen mehr mit zur Reparatur. Wenn sie die wirklich umtauschen, das weiß ich noch nicht. Werden sie nicht, aber ich will es einfach drauf bestehen. Ich gehe hier erst wieder weg, wenn sie machen, was ich sage. Nein, der Chef ist mein Buddy. Deswegen wie oft du eigentlich normalerweise. Dann eben, ich gehe hier erst wieder weg, wenn du machst, was ich sage. Hier, oh, das ist noch eine Kiste. Server, ihr beiden? Ich habe keine Ahnung. Hidden Wanderer, Wanderer. Boah, Alter, hab's aber nicht. Riverside Training Outpost und beides Riverside Training Outpost. Ich habe zwei Pakete. Ich muss nach Westview und ich werde jetzt einfach. Wie, du hast zwei Pakete. Hier lag gerade noch ein Paket, das habe ich gerade einfach mal aufgehoben. Jetzt habe ich zwei. So, also ich muss jetzt. Lass mich die Ladung ausmachen. Seid ihr noch in der Aufnahme oder habt ihr gestoppt? Nein, wir machen noch weiter. Wir wollten gerade weiterlaufen. Also ihr, bist du noch in der Gruppe? Weiß ich nicht, ich werde jetzt gerade wieder rein. Nein, bist du nicht. Wo ist Teragi? Sehe ich, wo ist Shio? Da unten, ganz unten, der letzte. Das ist doch nice, ne? Ja, ich stelle mal eben meinen Charakter. Ich mache dann erst in der nächsten Aufnahme weiter. Brauche ich von euch hier wieder Ersatzmaterial? Ja, dann mach mal den Kommentator. Wir haben noch 4 Minuten. Ich will die alle aufheben. Wo musste ich? Riverside, hatte ich gerade gesagt, ne? Ja. Oh Gott, ja, dann laufen wir mal in die Richtung. Das müsste. Okay, wow, leck das in diese Richtung sein. Ja, ist richtig. Wir treffen uns im Westview. Mal schauen, irgendwo, Westview? Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang, oder? Nee. Westview ist da oben, hallo? Ich bin Neta abgeschnitten. Na gut, dass du noch nicht in der Aufnahme warst. Nako, wohin bist du gerannt? Oh! Lass deine Schwester nicht in. Komm her! Hab gleich eine Aufgabe für dich, hier, direkt vor mir. Ich bin nicht da. Hunter. Ich kann nichts angreifen, solange ich protected bin. Ich will aber auch keinen Hunter angreifen. Da ist der nächste. Okay, let's just run. Wo gehst du hin? In diese Richtung, an dem Vieh vorbei. Eiskalt dran vorbei. Solange wir protected sind, brauchst du noch nicht rennen danach erst. Ich würde jetzt schon vorbei rennen, damit der. Kannst du das lassen, mir im Weg zu stehen und einfach die Füße in die Hand nehmen? Er macht Imponiergehabe. Ich höre ihn knurren, deswegen renne ich. Mist, ich hätte die Bromax mitnehmen sollen. Aber ich glaube, er rennt uns nicht hinterher, oder? Er läuft uns hinterher, der Hunter. Solange er mich nicht beißt, ist mir das egal. Oh Mann. Solange er nicht schreit. Oh, Golem! Hüpfender Golem! Was zum Teufel ist mit dem nicht in Ordnung? Das ist ein Spieler-Golem. Das ist eine offene Lootbox. Wie Spieler-Golem. Es gibt Spieler, also es gibt auf jeden Fall zwei. Er ist definitiv hinter dir und knöttert. Es ist auf jeden Fall, es gibt eine zweite spielbare Beta-Rasse, dafür brauchst du irgend so ein komisches Spezialgetränk. Herr Raki, du hast einen Anhänger. Ja, der spuckt mich sogar an. Der hat dich aber nicht getroffen. Der will gleich mit Zunge. Ja. Ich will wieder eingeladen sein. Geht gerade nicht, wir rennen. Wir haben Hand am Arsch. Okay. Ich bin froh, dass das Vieh nicht rumkreist. Fallen lässt. Naja, egal. Da hat mich ein, wo ich in der Nähe, bitte. Los. Wo ich in der Nähe bin. Scheiße, schnell. Ich weiß jetzt, warum die Hunter heißen. Halt mich ein, ich will euch retten. Kannst du nicht. Doch, ich hab ne Pumpgun. Was ist los? Leute. Ich kann nicht. Ich sterbe gleich, ey. So, jetzt eben mal. I have no fucking stamina. Ich hab ihn tot. Wow, du hast einen Hunter getötet. Wow. Ja, mit einem Basie. Sag doch, wir bräuchten in der Nähe, ist nicht weit weg. Und null Stamina. Hast du jetzt Rippchen gefunden? Ich habe leider gar nichts gefunden. Shio bist wahrscheinlich wieder ganz unten, denke ich mal. Nein, ich bin bei euch in der Nähe. Nein, das meine ich nicht. Du bist in der Gruppe, was ist los mit dir? Ja, ich bin hab gerade eingeladen. Ach so. Teragi, wo bist du hingerannt? Du bist irgendwo neben mir rechts. Wir müssen hier die Straße runter. Ah, da, Chips.
Onkel Benz. Ich habe auch noch 5 Tüten. Ah, da bist du. Ich sehe deinen Namen. Dein Name, Straße runter. Nochmal eben eine Tüte Chips gefuttert, damit ich wieder regeneriere vernünftig. Oh! Ja? Teragi auf dem Boden. Ja, was, wieso? Noch so ein Vieh. Hunter? Ja. Wir kriechen mal auf die andere Straßenseite, möglichst ungesehen. Ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt nochmal in das Haus, wo ich gerade war. Ja, wir sind kurz vor 20 Minuten, ich sehe es. Attack will happen in 10 minutes. Whee! Ja, wir sind ja raus. Crawler! Aufpassen! Kam in unsere Richtung gerade gelaufen. Ich denke, Spieler. Ich stehe mich hier in die Ecke und weine. Boah, warum seid ihr so weit weg, ey? Wir sind nicht weit weg. Wir setzen jetzt hier auf jeden Fall den schnellen Cut. Und vielleicht hat Shios in der nächsten Runde ja auch geschafft, uns beizuwohnen hier. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Drake Absturz wieder. Ja, hoffentlich stürzt er nicht nochmal ab in dieser Aufnahme. White Screens. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Bye bye. Solar flares happen all the time. The frequencies vary, but it's safe to say that we get hundreds a year. Nine years ago, the largest of those flares occurred. That day, which people call the Cull, changed the course of human history. The people who were inflicted with this DNA were transformed inside out. They said it was always within us. Those who were lucky to be free of this genetic anomaly were left to fend for themselves. Some were not so lucky. But I see a purpose to every life and death. But it's not our planet anymore. It's theirs. My name is Maya, and I'm one of the unlucky ones that survived that day 9 years ago. Nobody knows what caused the world to go to hell, but I know someone, somewhere out there, has the answer.